Hallo und herzlich willkommen zurück bei Black Mirror. Wir werden uns jetzt auf den Weg zum Dorf Willow Creek machen. Ich freue mich, diesen Ort wiederzusehen. William war oft mit mir hier, als ich ein kleiner Junge war. Tja, es ist schon so lange her, aber es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Wie viele Jahre war ich fort? Ich glaube, der Ton hat sich irgendwie verändert. Das ist gerade sehr laut bei mir auf dem Ohr. Moment. Okay, nee. Dann scheint es wohl normal zu sein hier. Sie muss Jahrhunderte alt sein. Die Weide hier. Sie sieht nicht aus, als würde sie noch lange überdauern. Die Treppe zum Wasser. Es wäre leichter, die Brücke zu benutzen, um den Fluss zu überqueren. Und es wäre auch nicht so glitschig, glaube ich. Die Stufen der Treppe sind feucht und glitschig. Ja, sag ich ja. Darin schwimmt eine Menge Schmutz. Wer das wohl ins Wasser geworfen hat? Umweltverschmutzer. Es ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, wer dort lebt. Ein älterer Mann, ein Angler. Vielleicht gehe ich auch angeln, bevor ich wieder abreise. Entschuldigung, darf ich Sie sprechen? Aber sicher, junger Mann. Wie beißen die Fische heute? Heute werde ich einen dicken Fisch angeln. Hoffe ich. Wenn es nur regnen würde. Sie meinen wegen der Fische? Hat schon was angebissen? Gar nichts. Gestern hatte ich mehr Glück. Die Fische sind zu schlau. Sie wollen nicht aus dem Wasser. Nun, das überrascht mich nicht. Vorhin hatte ich einen Riesenfisch am Haken, aber in letzter Sekunde ist er mir entwischt. Ich hatte ihn fast an Land gezogen, aber dann ist mir die Leine gerissen. Die größten und ältesten sind richtig schlau. Sie schwimmen zum Boden in die Pflanzen und warten, bis die Leine reißt. Warum angeln Sie nicht weiter draußen? Mein altes Boot ist leck. Außerdem mag ich lieber so angeln. Viel Glück. Ich muss jetzt gehen. Danke. Hoffentlich fängt es bald an zu regnen. Okay, dann werde ich mal in Richtung Pub gehen. Hier steht das Three Kegs Inn. Wie oft habe ich diesen Schriftzug wohl gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Die Tageskarte. Sahne geschnetzeltes vom Reh. Wildschweinschulter nach Wildhüterart. Harrys Frau war schon immer eine gute Köchin. Und sie kocht offensichtlich regional. Das, was hier zu holen ist aus den umliegenden Wäldern. Vielleicht esse ich später etwas. Noch habe ich keinen Hunger. Leer. Dreckiges Wasser steht bis zum Rand. Vielleicht benutzt es Harry, um Regenwasser aufzufangen. Ja, ich denke, das macht Sinn. Es müsste mal ausgeleert werden. Ja, wo eher benutzt werden, denke ich mal. Sonst macht es ja keinen Sinn, das überhaupt erst aufzufangen. Oh, die Frau vom Wirt scheint ihre Wäsche rausgehangen zu haben. Saubere Tücher aus der Küche, vermutlich. Bloß Wäsche.
Hier draußen stehen Fässer. Ich weiß nicht genau, ob das Wein oder Bier ist. Die Deckel sind alle fest verschlossen. Sie sind auf jeden Fall noch voller Bier. Der schwarze Bison. Harrys eigene Produktion. KDM. Spediteur. Er wird wahrscheinlich benutzt, um Bierfässer zu transportieren. Und hier spielt ein kleiner Junge Ball an die Wand des Wirtshauses. Und ich weiß ja nicht, ob drin Gäste sind, aber es könnte auf jeden Fall viele Leute stören, könnte ich mir denken. Wundert mich, dass hier noch keiner rausgekommen ist, um ihm zu sagen, bitte geh woanders spielen. Naja, wir schauen uns ihn mal an, den kleinen Jungen. Mit dem Ball sollte er aufpassen. Hallo, wie heißt du? Sag ich nicht. Ich darf nicht mit Fremden reden. Meine Mama hat es mir verboten. Sehr gut. Verrätst du mir denn deinen Namen, wenn ich dir meinen sage? Nein, ich kenne dich nicht. Sehr gut. Hast du Bonbons dabei? Nein. Vielleicht Schokolade? Also, ich finde es auf jeden Fall gut, dass er erzogen wurde. Aber das mit den Bonbons ist ja genau dann die entgegengesetzte Richtung. Finde ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn wir jetzt dem Jungen Bonbons geben. Wir sind ja immerhin ein erwachsener Mann, aber naja, gut. Ich sag mal ja, ich gebe dem Kleinen ein bisschen Süßigkeiten. Willst du ein Bonbon? Klar, gerne. Sind es Schokobonbons? Ich weiß es nicht genau. Mein Mandel. Ich heiße Samuel Gordon. Sagst du mir auch, wie du heißt? Ja, warum nicht? Ich heiße Vic. Weißt du, ob es hier irgendeine Neuigkeit gibt? Ich war schon lange nicht mehr hier. Eigentlich nicht. Hier ist nie viel los. Dieses Dorf ist furchtbar langweilig, weißt du? Ich verstehe. Kann ich jetzt wieder spielen gehen? Natürlich. Pass auf die Fenster auf. Ja, keine Sorge. Oh, wir können ihn zu dem mysteriösen Mann fragen. Vic, hast du schon mal den Mann auf diesem Foto gesehen? Zeig her. Nein, ich glaube nicht. An den hätte ich mich bestimmt erinnert. Er sieht ziemlich doof aus. Warum suchst du ihn, Samuel? Bist du mit ihm verwandt? Pass bloß auf, was du sagst. Hey, war doch nur ein Spaß. Na gut. Dann betrete ich mal den Pub. Oh, der sieht aber sehr gemütlich aus, sehr urig hier. Ich schaue mich erstmal um und dann spreche ich mal mit dem Wirt und frage ihn, was es hier so Neues gibt. Das ist ja der Klassiker. Ein Werbeplakat. Harry sammelt solche alten Plakate. Und Harry ist der Wirt. Harry ist ein fröhlicher Mensch. Für die Kochkünste seiner Frau legt er die Hand ins Feuer. Guten Morgen. Hallo, Sir. Ich war schon lange nicht mehr hier. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Tja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber eigentlich gibt es nicht viel Neues. Moment mal, Sie kommen mir bekannt vor. Kenne ich Sie vielleicht vom Weihnachtsfest? Nein, ich glaube nicht. Aber ich kenne Sie. Ich kann mir Gesichter nämlich gut merken, wissen Sie? Oder vielleicht vom Erntedankfest? War es da? Hören Sie, ich... Ja, ich weiß. Wahrscheinlich haben Sie noch eine Zeche bei mir offen und wollen nicht, dass ich Sie erkenne, was? Ich habe keine Schulden bei Ihnen, Harry. Sagten Sie Harry? Tom, dieser junge Mann hier nennt mich Harry, behauptet aber, mich nicht zu kennen. Erwischt. Lassen Sie sich nicht auf den Arm nehmen, Sir. Das versucht er bei jedem Fremden, seit ich denken kann. Ich habe nur... Ist es ein Problem, mir die Schulden zu zahlen? Es wäre keins, wenn diese Schulden nicht erfunden wären. Ach, ausgerechnet du sagst das. Soll ich dir deine Zeche für den letzten Monat zeigen? Schon gut, immer mit der Ruhe. Ich habe diesen jungen Kerl hier nur verteidigt, weil er ein Fremder ist und deine Tricks nicht kennt.
Okay, mir reicht's. Noch ein Wort von dir und du bekommst nicht mal mehr ein Wasser auf Pump. Und ich will dir was sagen. Du bekommst nichts mehr von mir, bis du deine ausstehenden Schulden bezahlt hast. Ach komm, Harry, sei doch nicht so. Hören Sie, wenn Sie mich ausreden lassen, sage ich Ihnen, wer ich bin. Klingt gut. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon, der Sohn Randall Gordons vom Schloss Black Mirror. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe es versucht, aber ich kam gar nicht zu Wort. Okay, nun, das ist aber eine nette Überraschung. Ein Gordon ist hier immer willkommen. Also, was darf ich Ihnen anbieten? Heute steht Wildbret auf der Speisekarte, zusammen mit einem kühlen Bier. Nein, danke. Vielleicht später. Was? Ich würde aber gerne ein paar Fragen stellen. Aber sicher. Okay, jetzt haben die beiden sich ein bisschen gestritten. Das ist natürlich nicht so gut. Ich möchte erstmal über Black Mirror sprechen. Harry, was gibt's Neues im Dorf? Dinge passieren, aber viel Neues gibt's nicht. Wie soll ich das verstehen? Naja, ich höre eine Menge Tratsch, aber nichts, was der Rede wert wäre. Wissen Sie, hier kennt jeder jeden, also gibt es nichts Interessantes. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Ja, wenn, dann sage ich Ihnen Bescheid. Über den Pub. Harry, bis wann haben Sie geöffnet? Tja, kommt drauf an. Normalerweise bis ziemlich spät am Abend. Sehen Sie, ich schlafe nicht viel und wenn ich nicht beschäftigt bin, langweile ich mich schnell. Aber am späten Abend ist hier nicht viel los, oder? Für gewöhnlich spiele ich Karten mit Tom hier. Oder ich spiele Schach gegen mich selbst. Oh, Sie spielen Schach? Ich würde sagen, ich habe durch diese langen Abende gelernt, gut zu spielen. Dann sollten wir irgendwann gegeneinander spielen. Gern. Ich würde auch gern Schach lernen. Oh Mann. Ich fände es halt doof, das irgendwie online zu lernen. Ich hätte gerne jemanden, der mir das beibringt, wie so ein Mentor oder so. Naja, reden wir erstmal weiter. Ich erinnere mich, dass William mit mir herkam. Ja, das weiß ich auch noch. Er war ein guter Pokerspieler, wissen Sie. Hatte unglaubliches Glück bei den Karten. Er hat uns oft richtig abgezockt, aber danach alles zurückgegeben. Ja, er war ein netter Kerl. Es war richtig schade, dass er irgendwann nicht mehr gekommen ist. Warum kam er nicht mehr? Wer weiß. Wir haben uns alle gut verstanden, aber seit einem halben Jahr hat er sich nicht einmal blicken lassen. Naja, es ist schon eine Entfernung. Und in seinem Alter... Nee, ich würde nicht sagen, dass das der Grund war. William war ein zäher alter Herr. Aber ich sage Ihnen eines. Ich habe gehört, dass er das Schloss gar nicht mehr verlassen hat und sich nur noch im alten Turm eingeschlossen und in alten Büchern gelesen hat. Wo haben Sie das gehört? Ich bin Wirt, was erwarten Sie? Was haben Sie sonst noch gehört? Nichts. Aber vielleicht weiß Mark etwas. Er hat früher in den Schlossgärten ausgeholfen. Mark? Wo finde ich ihn? Normalerweise wäre er bis jetzt gekommen, also schaut er heute wahrscheinlich nicht mehr rein. Macht nichts. Ich frage ihn ein anderes Mal. Als ob William etwas zu verheimlichen gehabt hätte. Ich muss mehr erfahren über die letzten Monate seines Lebens. Es scheint auf jeden Fall, dass er seine sozialen Kontakte abgebrochen hat oder so. Und dann sich nur noch seinen Forschungen gewidmet hat. Und dieser Mark, das haben wir ja schon mal gelesen in dem Brief von dem Doktor und Robert. Da bin ich halt mal gespannt, wie sich das auflöst. Hier oben ist noch ein Plakat, wo Fry's Chocolate draufsteht. Aber ich glaube, wir schauen uns mal den Tom an. Harrys Stammgast. Hallo. Hallo. Sagen Sie, gibt's irgendwelche Neuigkeiten im Dorf? Hier? Nein. Ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es hier Neuigkeiten gegeben hat. In Willow Creek ändert sich nie etwas. Auf dem Weg hierher sah ich einen Angler. Kennen Sie ihn? Der alte Jim. Natürlich kenne ich ihn. Er ist mein Onkel, mütterlicherseits. Sitzt er immer da mit der Angelrute?
Er scheint den ganzen Tag da zu sitzen. Oh ja. Er ist der geduldigste Mensch, den ich kenne. Er sitzt stundenlang auf diesem Steg. Ich würde es nicht eine Stunde aushalten. Ja, das gehört zum Angeln aber dazu. In meiner Familie haben auch mehrere Männer geangelt und das ist... Es kann meditativ sein, wenn man angelt, aber ist halt die Frage, ob man Angeln überhaupt so gut findet, wegen den Fischen und so. Aber das ist auch eine Diskussion für ein anderes Mal. Wie lange sitzen Sie schon da? Ein paar Stunden, schätze ich. Warum wollen Sie das wissen? Das ist nur meine Art, Hallo zu sagen. Oh, okay. Ich sitze seit 2 oder 3 Stunden hier. Ich habe heute nichts zu tun. Warum setzen Sie sich nicht dazu? Oh, gern. Nein, danke. Vielleicht ein anderes Mal. Seit wann schulden Sie Harry Geld? Das ist meine Sache, nicht Ihre. Oder wollen Sie es vielleicht für mich bezahlen? Soll ich? Naja, ich habe Ihr Gespräch über den alten Sir William mitgekriegt. Wissen Sie etwas, was für mich von Interesse sein könnte? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mein Gedächtnis lässt nach. Es ist wahrscheinlich der Durst, wissen Sie? Oh, ich verstehe. Ich weiß, worauf er hinaus will. Ich bezahle seine Schulden, dann frage ich ihn nochmal. Er will mich erpressen. Das ist aber nicht so nett. Haben Sie sich's anders überlegt mit dem Essen? Meine Mary kann wunderbar kochen, das kann Ihnen jeder hier bezeugen. Ich glaube Ihnen, ich habe nur im Moment keinen Hunger. Ich würde Ihnen aber gerne ein paar Fragen stellen. Okay, schießen Sie los. Wollen Sie es sich mit Toms Schulden nicht anders überlegen? Es ist teilweise meine Schuld, wissen Sie? Das würde ich gerne, aber dann würde er sie nächsten Monat auch nicht bezahlen. Wie heißt es so schön? Wer die Zeche nicht zahlen kann, soll auch nicht trinken. Tja, da ist was Wahres dran. Ich habe beschlossen, Toms Schulden zu zahlen. Aber warum wollen Sie das machen, Mr. Gordon? Ich will einfach. Können Sie mir die Summe sagen? Okay, wie Sie wollen. Macht 17 Pfund. In Ordnung. Hier. Tja, ich habe keine Ahnung, was Tom Ihnen versprochen hat. Aber Sie sollten ihm lieber nicht glauben. Das geht Sie nichts an. Also, wie sieht seine Zeche jetzt aus? Alles bezahlt. Gut. Ich kann mich irren. Also 17 Pfund klingt für mich jetzt natürlich nicht so viel, aber für die damalige Zeit, glaube ich, war das schon ein ordentliches Sümmchen. Falls du da irgendwelche Informationen zu hast, wie viel das damals wert war, dann würde ich das gerne mal wissen. Kannst mir in die Kommentare schreiben, wenn du willst. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie nur etwas fragen. Na gut. Ich habe getan, worum Sie gebeten haben. Jetzt sind Sie dran. In Ordnung, ich habe Sie gehört. Ich schätze, Sie haben mir geholfen. Also, was wissen Sie über William? Ich sage Ihnen, was ich gehört habe. Nicht mehr, nicht weniger. Ich höre. Es heißt, dass Sir William ab und zu nachts die Kirche besucht hat. Ist das alles? Was ist so seltsam daran, dass er in die Kirche ging? Nachts. An sich nichts. Wenn es nicht immer nach Mitternacht gewesen wäre. Oh, das ist tatsächlich seltsam. Fragen Sie nur den Totengräber oder den Pfarrer. Sie haben ihn beide gesehen. Aber erwähnen Sie mich nicht, wenn Sie sie aufsuchen. Die müssen nicht erfahren, dass ich es Ihnen erzählt habe. Aha, danke. Wie geht's denn so? Kann nicht klagen. Setzen Sie sich doch dazu. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin's gewohnt, allein zu trinken. Ich muss mit Mark sprechen. Sie kennen einander wahrscheinlich. Ja, wir kennen einander schon seit Jahren, aber er ist heute nicht da. Wissen Sie, wo er arbeitet? Ich möchte ihn gerne besuchen. Mark arbeitet nur, wenn es sein muss. Er hat keinen festen Job. Aber versuchen Sie's beim alten Murray oder bei Dr. Herman. Aha. Er arbeitet gelegentlich für beide. Dr. Herman. Ja, das macht natürlich Sinn. Dann denke ich, werde ich mal die Brücke überqueren und weitergehen.
Oh, wow. Ich schaue mich erstmal um. Der alte Fischmarkt. Ich erinnere mich, als der alte Mr. Fenton starb, war niemand mehr da, der den Fischmarkt übernehmen wollte. Ich weiß nicht, was jetzt da ist. Und es interessiert mich auch nicht. Aber schade, dass das keiner übernehmen wollte. 2:10. Die Uhr geht falsch. Wahrscheinlich funktioniert sie überhaupt nicht. Sie ist defekt. Privathaus. Es macht niemand auf. Klopfte einfach so an irgendeinem Haus. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Der Pfeil bleibt rot. Ich denke mal, wir müssen die Leute später nochmal besuchen. Anwalt Daveson, Williams bester Freund, hat hier gelebt. Er ist fortgezogen, lange bevor Catherine starb. Er hat immer gesagt, dass er es hier als Anwalt zu nichts bringen würde. Daher beschloss er, mit seiner Familie nach Barclay zu ziehen. Seitdem habe ich nie wieder von ihm gehört. Ich habe keine Ahnung, wer heute das Haus der Davesons bewohnt. Okay. Das gehört wahrscheinlich dem Angler, mit dem ich mich unterhalten habe. Murray's Leihhouse. Murray kauft und verkauft alles, was Gewinn bringt. Oder Murray's Pawn Shop. Verschiedene Kleinigkeiten. Porzellanfiguren, Golduhren, Broschen. Hauptsächlich wertloser Plunder. Hier ist nichts von Interesse. Ja, aber was wir in Murrays Haus hier finden werden, ob wir weiterkommen bei ihm, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.